Auch Baden bei Wien hat eine glorreiche Vergangenheit. Hier traf sich die feine Gesellschaft der Kaiserzeit. Im Casino am Kaiser-Franz-Ring kann man heute noch mit der Glücksgöttin flirten. Rundherum warten auf dem Weihnachtsmarkt kulinarische Verführungen. Unwiderstehlich ist auch das Backhaus Annamühle in der Heiligen Kreuzergasse, die älteste Bäckerei von Baden. Im historischen Gewölbekeller legt Anna Kaltenbrunner gerade den Grundstein für ein Pfefferkuchenhaus. Gretel wird aus feinstem Marzipan geformt. Sie trägt zum Blondhaar ein allerliebstes rosa Kleidchen. Rollt die Augen und stemmt die Arme in die Hüften. Aus dem Steinofen holt die Zuckerbäckerin nun die duftenden Lebkuchen. Boden, Fassade, Giebel und Dachstuhl, alles bereits nach Maß gefertigt. So kann sich unsere Baumeisterin an die Arbeit machen. Mit Zuckerguss spritzt Anna das Fundament, auf dem alsbald die Wände in die Höhe wachsen. Schon ist richtfest. Jetzt muss nur noch schnell das Dach gedeckt werden. Denn Schneefall setzt ein im Weihnachtsland. Er überzuckert den Gartenzaun, das Dach und die Fenster. Zuletzt stehen auch Hänsel und Gretel samt Hexe, knietief in der glitzernden Pracht.